Einen wunderschönen guten Morgen aus Wellheim. Ich habe zum ersten Mal im neuen Bett geschlafen. Das war gemütlich, sage ich euch. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. So, hier unten wegen der Geschichte mit dem Thronsaal. Das lasse ich jetzt so. Ich werde neben den Thron einfach noch ein paar Banner setzen. Dann sieht das nicht ganz so blöd aus. Und jetzt setzen wir noch ein paar Stühle hin. Ich muss mir jetzt nur eine Markierung suchen, wie ich die am besten hier hinsetze. Ich glaube so. Ich weiß, es stapelt sich nicht, aber es sieht einfach besser aus, wenn wir hier vier haben. Ich habe jetzt oben auch im Schlafzimmer die... Okay. Habe ich auch die Dings abgebaut, den Tisch. Weil der war ja am Anfang nur, um die Gemütlichkeit insgesamt hier in die Bude zu kriegen. So. Jetzt machen wir noch ein paar Banner dahin. Und die Banner machen wir am besten mit Kohle. Ich mag nämlich die schwarzen Banner sehr. Kohle habe ich, glaube ich, hier gar nicht mehr drin. Aber... Ich glaube hier. Die Kiste müssen wir auch mal umsetzen. Hier neben dem Haus ist das doof. Die setzen wir jetzt mal direkt hier unter das Dach, neben die Tür. So. Damit es unter dem Dach nicht vollgeregnet wird. Haben wir hier eigentlich absichtlich kein Vordach drin? Ich glaube, hier habe ich irgendwas... Habe ich hier mal was... Ach, ich glaube, da habe ich was abgebaut, als ich irgendwie nicht rankam oder so. Trägst du zu viel? Wegen dem Eisen oder was? Wahrscheinlich. Da habe ich hier irgendwie ein Stück Dach vergessen. Komisch. Ich glaube, das habe ich... Nee, ist falsch. Ich glaube, das hatte ich entfernt. Und hier kann auch noch was überhängen, oder? Hängt hier schon was über? Nee. So. Jo. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Aua. Da habe ich auch da geendet. Okay, dann machen wir hier auch noch ein bisschen... Zweimal Dach hin. Einfach nur wegen der Symmetrie. Na? So. Jo, 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 jo. So machen wir das. Ich hatte noch überlegt, ob man eventuell hier anbaut. Also ob man hier nochmal was rausbaut. Wie so ein Hammer. Wie so ein Hammerkopf oder wie so ein L. Aber ich lasse es erstmal so. Wahrscheinlich wird es reichen mit den Portalen. So. Genau. Wir waren bei den Bannern hier oben. Schwarze Banner, 6 Lederreste brauchen wir noch. Alles klar. Setz 6 Lederreste machen wir so. Machen wir links und rechts einen hin. Dann sieht das mit einem Drohnen, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm aus. Wie machen wir denn? Da ist der Rabe fertig. Dann machen wir es hier so auf dem Balken. Jo. Und eins hierhin auch auf dem Balken. Oh, das sieht doch schon. Das sieht doch schon ganz gut aus. Also das Portal muss halt da weg, ne, ist ganz klar. Das Portal muss weg und dann sieht das auch gleich besser aus. Und hier sollten wir vielleicht noch ein zweites Fass hinmachen, oder? Was machen wir in die Ecke? Da weiß ich auch noch nicht genau. Und ein Krug. Können wir schon so einen Krug machen? Ich glaube, das geht noch nicht, ne? Hat man nicht irgendwie... Gab es nicht auch einen Krug? Das ist der Objektständer. Das kommt, glaube ich, alles erst später. Schade. Gut, pass auf. Wir setzen mal die Portale um. Das ist das Portal Uralte. Mal Platz vom Gewicht müsste gehen. Dann setzen wir den Uralten... Und das ist der Händler. Dann können die schon mal hier in den hinteren Bereich. Da muss noch was hingebaut werden. Deswegen fangen wir hier an. Machen wir erstmal den Händler. Und die setze ich jeweils hier vor die Fenster. Oh, da ist irgendwie Caps an. Ist klar.
Dann haben wir den uralten. Wie haben wir das geschrieben? Was war das? Groß- und Kleinschreibung? Ist das... Tatsächlich ist die Groß- und Kleinschreibung wichtig. Ist ja auch geil. Okay, was haben wir denn oben noch für Portale? Wir haben eins umbenannt. Was war unser Reiseportal? So, das ist eins der letzten, ne? Der Blob. Blob und gar nichts. Das mit dem gar nichts, das ist, finde ich, nicht schön. Aber ja. So, allein von der Reihenfolge. Uralt ist der zweite Boss, dann machen wir hier den Blob hin. Ich weiß noch nicht von der Tiefe. Das sehe ich irgendwie nicht so richtig. Blob. Okay. Und was haben wir dann noch? Dann haben wir so eine Sumpfbasis ohne Bezeichnung, ne? Das ist irgendwie doof, das müssen wir bei Gelegenheit noch ändern. Das stelle ich dann hier so hin. Ja, müsste ja so gehen, oder? Ja, perfekt. Sehr gut, dann haben wir einen Händler hier vorne, um halt Sachen zu verhandeln. Wer hätte es gedacht? Müssen wir mal gucken, wie viel wir noch brauchen. So viel brauchen wir aber nicht mehr. Ich glaube, wir machen jetzt noch einen, die Drachenmutter. Und das letzte ist ja dann schon die Dings. Dann haben wir noch zwei, das sollte genau reichen. Wobei, ich hätte gern noch eins für die... Das stelle ich, glaube ich, mittig rein. Eins für die Buffs, ne? Ich glaube, ich stelle hier ein Portal in die Mitte rein, damit wir Buffs haben. Da müssen wir auch noch was bauen. Damit wir dann bei den... Bei dem Steinkreis, bei den Runen rauskommen. So sieht es ganz gut aus. So, was kostet uns noch so ein Fermentiererfass, damit es da nicht so einsam steht? Das ist Herstellung. Da. 5 Bronze, 10 Harz. Ich glaube, mit der Bronze wird es schwierig. Oh, doch, haben wir noch. Haben wir noch was zum Auseinandernehmen? Wie viel kriegen wir denn daraus? Oder kommen wir in eine Spitzhacke auseinander, oder? X-Speed, Weightless, Pierce Damage. Dann nehmen wir die auseinander. Bronze Spitzhacke. Schning. Okay. Hier können wir auch nochmal durchreparieren. Fehlt uns. Ach, Harz habe ich vergessen. Shit. Das läuft ja das gut gekältete Zeug auseinander, ne? So. Warum habe ich einen Kernholzbalken in der Tasche? Verstehe ich nicht. Habe ich irgendwo was abgebaut, was ich nicht weiß? Hä? Was habe ich? Habe ich mich verrechnet? 10 Harz, ach Mist. Kurzzeit gedessen ist von so einem, Schwamm. Weil der könnte sich wahrscheinlich mehr merken als ich. 15. Nee, Quatsch, wir brauchen nur nochmal 5, weil wir haben ja schon eins stehen. So. Dann machen wir, hier ist die Mitte, ne? Dann sollen die hier so nebeneinander stehen. So ist das doch hübsch, oder? Kann man direkt vom Tisch... Gib mir doch was aus dem linken von dem guten Fass. So in der Art. Gut. Himbeeren kommen hier oben rein. Das Leder packen wir jetzt nochmal weg. Und draußen geht's Unwetter los. Ach, die Bude ist richtig schön geworden, finde ich. Jetzt haben wir viel mehr Platz hier so zwischen den Werkbänken. Das gefällt mir echt gut. Das ist echt super.
Mein kleines Portalhaus. Das ist eine gute Nummer. So, da machen wir das Edelholz noch weg. Zack. So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt die Bude einigermaßen auf Abstand gekriegt. Wir haben hier ein kleines Boot stehen. Den Hafen wollten wir noch machen, ne? Da war ich mir aber noch nicht einig, wie wir das gestalten. Ob wir denn die Hafeneinfahrt jetzt mit Stein mauern. Eigentlich sollten wir was mit Stein mauern. Also, dass wir praktisch die Einfahrt breiter machen. Also hier passt eh nur ein Boot rein, das ist selbstredend und ich will ich auch nicht wirklich breiter bauen, aber dann würde hier diese schöne, diese Geschlängelte würde kaputt gehen. Das ist natürlich auch doof, ne? Also, es würde nicht so gut aussehen. Also wir können uns nochmal darauf einigen, ob wir das hier ein bisschen breiter machen. Gerade die Biegung würde ich vielleicht ein bisschen mehr ausheben, dass wir das ein bisschen entschärfen in der Einfahrt. Aber ich würde, glaube ich, doch gerne den Fluss so lassen, weil das fand ich gerade so schön. Ich glaube, die Biegung werde ich jetzt ein bisschen reduzieren einfach, dass wir hier noch ein bisschen rausnehmen. Können wir gerade auch noch ein bisschen Stein hier wegnehmen. Das hier ist doof, weil da stößt man so leicht an. Okay. Gluck, gluck, gluck. Nix Ausdauer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mod nicht mehr geht. Oder das geht nicht bei dem Ding. So, machen wir hier noch ein bisschen raus. Upsa. Komm, wir brauchen ein bisschen mehr Tiefgang für die große. Leere da. Oh, 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 oh. Nicht ertrinken. Oh. So, eine leichte Biegung ist noch drin. Den nehmen wir noch mit. Ja, sauf halt. So, müssen wir hier noch ein bisschen abflachen. Ein bisschen plätten. Wie war das? Er plättet. Wann ging das so? Ja. Hier ist noch ein bisschen viel. Ja, so geht's. Alter. Was ein Lüftchen hier. Nein, das ist zu viel. Oh nein, das ist viel zu viel. Was ist denn da passiert? Wieso ist das denn so hart jetzt eingebrochen? Och nee. Das wollte ich nicht. Und wieso geht die Kante hier nicht weg? Wieso kriege ich diese Kante hier nicht weg? Das ist ja blöd. Das wollte ich nicht. Das gibt immer so eine scharfe Kante hier. Nein, nein, nein. Na gut. Mit Schiff? War das mit Shift? Ah, mit Shift geht's, ja. So können wir es ein bisschen, die Kante so ein bisschen abhügeln. So, jetzt muss hier wieder Gras drauf. Haben wir das Ding dabei? Haben wir natürlich nicht dabei.
Und das hier müssen wir auch noch ändern, hier vorne. Da müssen wir eventuell sogar ein bisschen Erde aufschütten, um dann einen nicht so scharfen Übergang zu haben. Ist auch das ideale Wetter, um erstmal ein bisschen zu arbeiten. So, hier war das, ne? Das ist nicht schön. Ah, sehr geil. Hier kommen wieder. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Da kommt wieder ein bisschen Gräser hin. Den einen Stein lassen wir. Ja, dann ist es halt hier eine bisschen schärfere Kante. Das kann ich auch nicht. Ne? Da können wir das eventuell noch ein bisschen anheben, wenn wir das hier mit Plätten sagen. Ja, so. Ja, dann haben wir nämlich nur eine scharfe Kante drin. Nee, mehr geht nicht. Ja, jetzt geht's. Jetzt ist es nicht mehr ganz so industriell nach unten gehackt. Das müsste aber reichen von der Einfahrt. Glaube ich. Das ist eigentlich tief genug. Die dürfte nicht ganz so tief liegen. So. Und hier ist die Einfahrt. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese beiden Seiten und machen hier was aus Stein, oder? So hier und da drüben. Dass wir hier so eine, wie eine Einfahrt basteln. Ich denke mal so. Machen wir da was mit Tor oder machen wir einfach nur eine Überdachung? Ich würde sagen, wir machen nur eine Überdachung, weil Tor wüsste ich nicht, wie ich das in der Breite hinkriegen sollte. Weil die maximale Torbreite ist ja diese Türen sozusagen. So, machen wir so. So machen wir das, genau. Gucken, ob wir das so lassen, das werden wir gleich sehen. Voilà. Oh, Stein fehlt. Gut, so viel Stein hat man auch nicht dabei, ne? Den haben wir alles drin. Können wir gleich mal Material für so ein Fegefeuer mitnehmen, was nicht ausgeht im Regen. Machen wir links und rechts jeweils eins hin. Hier fehlt aber auch noch irgendwie eine Tür, oder? Hier fehlt auch noch eine Tür. Ich weiß halt nicht, ob wir diese komische Dechsel oder wie sie heißt, noch anders stellen können. Es ist halt wenig Platz da drüben. Ah, warte mal. Doch, wir können die eventuell hier hinstellen. Das ist eine gute Idee. Wir machen einfach genauso wie auf der anderen Seite den Eingang hier und stellen die Dechsel hier davor. So. Dann können wir hier genauso eine Tür einbauen wie auf der gegenüberliegenden Seite. Oh, nicht genügend Holz einstecken. Wir haben mal da den Tür nach innen. So. Genau, was ich halt noch machen will, das habe ich noch nicht gesetzt, ist hier so eine Art Fensterbank hinmachen. Aber das können wir ja gerade mal nachholen. Dort, wo es halt geht, also wir haben ja nicht überall. Haben wir nicht eine Wand drin, wo wir das draufsetzen können. Oh, wieder kein Holz. Ich finde, das ist richtig gut geworden. Also,
finde so diese Steigerung zwischen Staffel 1 mit diesen Regalen und dem ganzen Kram. Finde ich, hat sich das auf jeden Fall gesteigert. Also ich finde jetzt gerade dadurch, dass der Gang breiter ist, ist es nicht mehr so eng nebeneinander, wie wir es vorher hatten in der alten Bude. Ui, das hat aber geruckelt. Das machen wir nicht zu, weil das wird sonst zu knallen, der Spalt. Das lassen wir alles auch so offen. Ich glaube, das lassen wir so. Ja, hier haben wir das schon gemacht. Sehr gut. Dann haben wir hier den Eingang. Achso. Damit es hier auch keinen Gehagel gibt. Ist zwar fast nicht nötig, weil er auch so über die Kante ganz gut rüber wuschelt. Machen wir das auf jeden Fall darüber. So, hier sind wir auch durch, ne? Jo. Gut. Dann schnell mal schlafen gehen. Und dann machen wir den Hafeneingang. Machen wir noch ein bisschen weiter. Na komm, leg dich hin. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Wolfsfellteppich. Dann haben wir noch eine Stufe höher. In der Gemütlichkeit und der Erholungsstufe. Mal 16 hatten wir jetzt schon eigentlich die ganze Zeit. Nur, dass die Sachen ein bisschen umgebaut sind. Was ist denn hier? Hier wächst ein Löwenzahn durch den Boden. Ist ja auch interessant. Holz brauchen wir erstmal nicht. Und Stein werden wir jetzt mitnehmen. So, da können wir mal den Feuerstein hier lassen. Wie können wir denn tragen? Jo, passt erstmal. Achso, Leuchtfeuer. Wo ist das Fegefeuer? Haben wir das überhaupt schon? Da haben wir es. Ein Surtlingkern, 5. Oh Gott. Alles klar. Nein. Da müssten wir jetzt mal rübergehen und Surtlingkerne holen. Wobei wir das immer noch machen können. Jetzt sind wir hier am Bauen. Wie viel ist das noch? Wo ist denn das Fegefeuer? Da ist das Fegefeuer. 10 uralte Rinde, 10 Edelholz, 10... Dings. 10 Edelholz... Quatsch, Kernholz. Und 10 Dings, oder? War das? Du trägst so viel. Natürlich trage ich so viel. Ist ja wohl klar. Ja, passt. Dann müssen wir halt ein bisschen Stein loswerden. So. Wie schön das aussieht. Das mit dem Fluss funktioniert noch, ne? Ne, hier steigt der Pegel nicht. Hier steigt der Pegel. Bis wohin steigt denn der Pegel? Ah, bis hier. Also hier hinter steigt der Pegel auch noch, aber das geht trotzdem. Gut, bauen. Steinplatten. Wieso ist das asymmetrisch? Achso, weil, ja klar, natürlich ist es asymmetrisch. Müssen wir vielleicht darunter mal das Gras entfernen. So, nee, wir können ja mit dem Weg machen, können wir arbeiten. So müsste es eigentlich gehen, da können wir ja gleich wieder Gras setzen, wenn wir fertig sind. So, bauen, Keimauer, zack. Na? Komm. Was? Wieso?
Ist es zu tief? Nicht dein Ernst, oder? Wieso kann ich da nicht ran? Schade. Okay. Dann nicht. Das passt nicht insgesamt. Ah, das geht. Hä? Hey, geh da dran. Ah, da war's gerade. Jetzt. Hä? Gut, muss man nicht verstehen. Das will nicht. Warte mal, wir haben doch bestimmt noch eine Steintreppe, oder? Hat man nicht eine Steintreppe? Da. Kann man das nicht hier so ranflanschen? Das geht leider irgendwie nicht. Ist ja blöd. Nein! Ich lasse es jetzt hier einfach so ein bisschen überwuchern, das sieht man ja nicht. So, dann ein Fegefeuer. Alter Vater. Das ist geil. Oder sollte das höher sein? Sollte man da noch einen kleinen Podest drauf bauen? Ich weiß halt nicht, wie weit das Wasser hochschwappt. Wir machen hier eher einen Turm. Wir machen noch hier so praktisch so eine Platte drauf. Bauen. Platte. Das ist ja eins hoch, ne? Aber das passt da nicht von der Größe. Da müssen wir doch versetzt bauen. Das müsste reichen. Ach nee, kein Stein mehr. Ich meine, hier liegt noch viel rum, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, hier wieder was wegzuschlagen. Oder machen wir so eine Wendeltreppe nach oben, aber dann wird es von der Fläche so groß. Aber war es nicht. Eigentlich müssen wir schon höher, aber man sieht es halt auch nicht auf die Entfernung, deswegen macht halt auch ein Turm wenig Sinn. Es ist halt rein von der Optik her schwierig. Also man kann es natürlich höher machen, aber wie hoch so eine Treppe? Treppe. Also ich würde sagen so eins. Was bist du für ein Große? Sieht aber gut aus. Wollte mir beim Bauen helfen. Noch eins und dann da drauf. Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Testen. Und noch stapeln, oder? Gib mir zwei hin, jo. So habe ich das gedacht. Wir machen so kleine Türmchen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Passt das? Gott, bitte lass es von der Fläche passen. Ach du Scheiße, ist ja viel zu klein. Das ist ja viel zu klein. Nee.
Das können wir so nicht lassen. Wir brauchen also eine größere Fläche. Ihr habt da schon eine Idee. Das muss die nächste Höhe sein, ne? Ne, das war richtig, das hätte da bleiben müssen. Oh, das hält nicht. Das hält. Lunsch, das hält nicht. Was haben wir denn hier? Das haben wir. Das ist zu breit. Geht das so? Gucken, ob das lang von der Grundfläche. Das müsste reichen. Jo, das passt. Das langt erstmal so. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite noch genauso. Also, wir sind schon mal 31 Minuten. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und dann werden wir gucken, wie wir das hier mit dem Feuer umgestalten, ob wir es noch ein bisschen größer machen. Eigentlich bräuchte man noch eine Umrandung drum, ne? So ein bisschen. Aber, ja. Vielleicht doch mit diesen Mauern hier noch arbeiten. Ah, das kann man nicht daran heften. Nee, das geht nicht. Nee, es muss so. Und wenn wir das jetzt gegenüber noch machen, müsste es eigentlich passen. Gut, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.